Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meiner Naruto Shippuden Manga Review. Und zwar geht es um den Manga 693, um wieder mal Naruto und Sasuke. Eine Konfrontation. Mein Gott, ich hasse dieses Wort. Ich kann das auch. Ich kann es nicht so gut aussprechen. Ich hasse dieses blöde Wort. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, was soll ich erstmal zu dem Manga sagen? Er war sehr interessant, er war auch fesselnd, würde ich sagen. Also mir hat er eigentlich gut gefallen und man hat da auch sehr stark gesehen, also hauptsächlich geht es da um die Liebe, sage ich jetzt mal, und wie schnell sie vergehen kann und daraus zu Hass wird. Und ja, Sasuke kam ja im letzten Manga so auf glorreiche Idee, obwohl Kaguya besiegt ist und alles, soll ja eigentlich alles Friede sein, doch Sasuke kam auf die Idee, die ganzen Bijus zu fangen und einzusperren in so welche Planeten und ja, er möchte sie vernichten, weil er plant eine Revolution und da ist einfach kein Platz mehr für die Bijus und genauso wenig wie für Naruto, weil Naruto ist ja zum Jinchuriki sozusagen für alle Bijus geworden, weil er hat ja das gesamte Chakra der ganzen Bijus, also zumindest ein Teil davon, hat er in sich. Und deswegen will auch Sasuke ihn loswerden. Und ja, Naruto ist natürlich da total gegen. Er möchte, dass die Bijus frei sind. Und weil sie eigentlich sind sie frei. Sie können ihre Freiheit genießen. Doch dann kommt wieder Sasuke an und sperrt sie wieder ein. Was ich extrem scheiße von Sasuke finde. Ich war noch nie so ein gerade besonders großer Fan von Sasuke. Bei Sasuke, die Bijus mag ich eigentlich voll. Wenn man, da stimme ich Naruto voll recht, eigentlich sind die mal frei und sie scheinen sich auch alle wieder ins Gute zu bessern. Das sagt auch Naruto, dass sie bestimmt nichts mehr Schlimmes vorhaben, sondern dass sie jetzt einfach immer auf Naruto hören werden, weil sie Naruto vertrauen. Doch Sasuke ist das alles scheißegal. Er möchte einfach nur die Bijus weghaben, genauso wie Naruto, weil er halt den Jinchuriki von allen Bijus ist. Und ja, wie Sasuke sich gewandelt hat. Was soll ich dazu sagen? Er möchte Naruto töten, er möchte Bijus töten und fordert Naruto daraus auf. Naja, besser, er fordert ihn auf dazu, das allerletzte finale Duell, sag ich jetzt mal. Zumal, also der letzte finale Kampf zwischen Naruto und Sasuke. Sasuke kämpft dafür, dass Naruto stirbt und auch somit das weil er halt der Jinchuriki ist der ganzen Bijus und auch damit die Bijus wegkommen, damit die nicht mehr existieren. Weil er plant eine Revolution, da ist einfach kein Platz für Naruto, genauso wenig für die Bijus. Natürlich probiert Kakashi und Sakura ihn aufzuhalten. Kakashi kippt aber gleich wieder rum zusammen, weil er ja vom Sharingan noch ja Auswirkungen spürt. Er kann sich kaum bewegen und ja, in dem Moment sagt Sakura nämlich was. Und ja, also gestehen würde ich das jetzt nicht richtig nennen. Also sie hat, sie weint, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, so sieht es für mich aus, das ist auch ein Blick des Hasses. Also sie ist traurig, aber einerseits hasst sie, glaube ich, auch Sasuke einen dafür. Also ich fand das Bild da mehr aus, das war so ein Gesicht der Trauer, aber auch zugleich ein Gesicht des Zorns. Weil Sakura gesteht, naja, gesteht ja, wie halt, würde ich es nicht nennen, ihre Liebe zu Sasuke. Also jetzt nur im Klartext, gesteht mal ich, eigentlich, das weiß man ja schon länger, dass Sakura in Sasuke verliebt ist, deswegen würde ich das nicht sagen, boah, das ist ja total überraschend. Aber ja, sie gesteht ihre Liebe, sagt, dass sie für ihn alles tun würde, wenn der ganze Schmerz auch nur weg wäre. Also wenn sie Sasuke irgendwie nur helfen könnte, auch den Schmerz, der auf ihn liegt, sag ich jetzt mal zu vergessen zu könnte. Sie würde es tun. Sie würde alles für Sasuke tun. Zu Sasuke tun, doch, ja. Wie gesagt, sagt Sasuke, ist das scheißegal. Scheißegal, Sakura probiert ihn ja noch zu appellieren, also darauf, dass er nicht weitergehen soll, also nicht vergehen soll und mit Naruto den letzten Kampf ausführen soll, sondern sie wünscht sich einfach nur, dass alles so wird wie früher, wo die drei zusammen sind, ein Team wieder sind und
Ja, dass sie mit der Suche, glaube ich, auch zusammenkommen, weiß was ich. Auf jeden Fall, ja, sie liebt ihn halt wirklich und möchte alles tun, damit. Also, wenn es Asuka schlecht geht, würde Sakura alles für ihn tun, was in ihrer Macht steht. Aber Sasuke ist es halt, wie gesagt, scheißegal. Und spießt Sakura auf, also macht einmal mit der Hand quer, also in ihre Brust rein. Also, das sieht so aus, als ob weiß, ja, wie Kakashi es bei Obito halt gemacht hat. Mit seinen Raikiri, ja, doch, Raikiri müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall sieht es so ungefähr aus. Und Sasuke hat Sakura aufgespießt mit der Hand und. Ja, aber keine Panik, Sakura lebt noch, das war nämlich nur ein Genjutsu. Und ja, jetzt können ein paar sagen, ja, Sasuke hätte Sakura töten können. Töten können und ja, hat er aber nicht, vielleicht hat er doch noch was für sie übrig. Könnte man so sagen, ich würde darauf jetzt eigentlich nicht unbedingt schließen, dass Sasuke noch was für Sakura übrig hat. Die einen können es so verstehen, die anderen können es so verstehen. Seine Begründung war halt, er möchte einfach, dass sie einfach nur nervig sei, ihn nervt und die sollen nicht den beiden in den Kampf dazwischen funken und im Weg stehen. Ja, wie gesagt, ein paar können sagen, vielleicht hat er sogar noch was für sie übrig, ein paar können sagen, natürlich nicht. Ich weiß es nicht, ich würde eigentlich mehr sagen, er hat das wirklich nur gemacht gehabt, damit Sakura nicht mehr die Beine im Weg steht. Ich denke mal, auch hätte er sie wirklich angegriffen gehabt, dann hätte er auch Naruto was dagegen unternommen. Auf jeden Fall ist das auch, glaube ich, sehr hart für Naruto. Weil nämlich er weiß natürlich, dass Sakura in Sasuke verliebt ist. Doch, ja, das nochmal jetzt so zu hören, hat ihn, glaube ich, doch auch schon getroffen. Aber er sagt dann auch, fordert auch nochmal Sasuke drauf auf, was sie, oder sagt ihm nochmal alles, was Sakura für ihn tun würde und so, aber selbst Narutos Worte haben auch keinen Wert für Sasuke, und die beiden machen sich auf zur finalen Schlacht, sag ich jetzt mal, und ja, ach, bevor ich es vergesse, Sasuke hat auch dazu gesagt gehabt, er würde nicht verstehen. Er hat keine Gefühle für sie. Er versteht auch nicht, warum sie Gefühle für ihn hat. Weil nämlich diese Gefühle, die für sie hat, appellieren nur an der Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit, ja, er hat auch früher als er noch seine Familie hatte, Itachi und alles, seine ganze Familie hatte, hat er sie geliebt. Doch als er sie verloren hat, hat er Hass empfunden. Seitdem ist Sasuke so geworden, weil er seine Familie verloren hat, ist in ihm der Hass aufgestiegen. Er hat richtigen Hass entwickelt und ist so geworden, wie er jetzt heute ist. Und so schnell kann man es gehen. Für Sasuke war die Familie das Wichtigste. Er hat sie geliebt über alles. Und dadurch, dass er sie verloren hat, hat er Hass entwickelt. So tiefen Hass. Und ja, wie gesagt, die beiden machen sich auf zum finalen Kampf, sag ich jetzt mal. Und der Rakudo-Sennin sagte auch, dass er selber mal zwei Söhne hat, sagte zu Kakashi und erzählt die Geschichte, dass er beide gleichmäßig geliebt hat, er keinen von denen irgendwie benachteiligt oder so. So, und die Söhne haben auch ihn geliebt. Doch als Rakudo-Sennin sich für Asura, oder? Nee. Ne? Das muss ich gerade mal überlegen. Was? Asura? Nee. Ach, verdammter Mist. Nee, ich glaube, Asura ist doch Narutos Rekane. Ich kann es ja aussprechen. Ich weiß es nicht. Ja, von den beiden. Mal wer war? Ich habe jetzt den Namen, glaube ich, vertauscht. Auf jeden Fall für den jüngeren Sohn sich entschieden hat. Also die Wiedergeburt von Naruto. Oder? Andersherum. Ja, ich weiß nicht, wie man sagt. Sagt auf jeden Fall sich entschieden hat. Hat der ältere Bruder, doch, ich glaube, das war Indira. Indira war der ältere Bruder. Ist in ihn ein Hass aufgestiegen. Seitdem hat er Rikudo-sennen und sein Bruder gehasst und so hat der ganze Kampf der Brüder seinen Anfang genommen. Und so war es auch bei Madara und bei Sasuke, weil die beide halt das Wichtigste auf der Welt verloren haben, ihre Brüder, doch ihre Familie, sind sie so geworden, wie sie sind. Und der Rakudo-sennin sagte auch noch, dass die Vergangenheit nicht dafür da ist,
nicht zeigen soll, dass man die Zukunft nicht ändern kann, sondern dass die Vergangenheit dafür da ist, dass man sehen kann, wie die Zukunft sein könnte, also wie sie wird oder sein könnte. Und ja, fand ich schon recht weise Worte. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts durcheinander gebracht, weil ich bin der Meinung, so war es. Und ja, ich finde, das stimmt schon. Die Vergangenheit soll nicht dazu zeigen, wie Zukunft, dass die Zukunft nicht änderbar ist, sondern dass, also ich bin auch der Meinung, die Vergangenheit ist dafür da, um zu sehen, wie die Zukunft sein könnte oder wie man, ja, wie sie sein könnte halt, wie sie sein wird. Und das heißt dann auch zugleich auch, dass man auch die Zukunft ändern kann. Es ist nicht so, dass man die Zukunft fest vor den Augen hat, so wird sie sein, sondern man kann sie ändern. Und das wünscht der Rikudo-sen dann auch, dass die beiden, ja, aus dem Hass, was sie empfinden, oder mehr gesagt, Sasuke, daraus wieder Liebe wird. Und ja, er vertraut, Raikou-sen vertraut auch Naruto, ich würde sagen am meisten, weil Naruto ist nämlich so ein Mensch, er hat es geschafft, Kurama von dem Bösen, also seinen Hass, zu überwinden und hat sich sogar geschafft, ausgerechnet mit Kurama, sagt er auch, dass er der Schwerste sei anscheinend von den neun, sich mit ihnen anzufreunden. Und ja, Naruto hat so eine Gabe, dass er sich mit allen anfreunden kann. Also er hat es geschafft gehabt, von Kurama den Hass zu nehmen, und er wünscht sich auch, dass Naruto es schafft, Sasuke den Hass abzunehmen. Und ja, der entscheidende Kampf zwischen Sasuke und Naruto findet beim Wasserfall statt, wo die Statuen von Hashirama und Madara stehen, wo auch schon damals die beiden gegeneinander gekämpft haben, als Kinder, sag ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht mehr den Namen, das ist schon zu lang her, dass dieser Ort mal erwähnt wurde, zumindest bei mir im Kopf. Also, ich habe echt keinen Plan mehr, wie der heißt. Ich weiß, ich schäme mich auch dafür, aber ich habe echt vergessen, wie der Name heißt. Tut mir leid. Und auf jeden Fall sagt auch Sasuke, dass es genauso enden wird wie damals, dass Naruto als Verlierer dastehen wird und er wird siegen. Doch Naruto sagt, er damals war er sehr schwach und bei heute Abend wird es sich anders laufen, dass Naruto diesmal als Gewinner dasteht. Und ja, wie beiden schon da standen, sah echt episch aus. Und Naruto sagte auch noch zu Sasuke, was er von Itachi erzählt gekriegt hat, dass Itachi hat nämlich gesagt zu ihm, dass man nicht Hokage wird, dass die Leute einen nicht bewundern, weil die Person Hokage ist, sondern man wird Hokage, weil die Menschen die Person bewundern. Also das heißt, heißt im Klartext, nur weil du Hokage bist, heißt nicht, dass alle Leute dir zujubeln und deshalb dich bewundern, sondern in erster Linie ist deine Person das Wichtigste, wie du als Mensch bist. Und das zählt für die Leute nämlich am meisten, und so wird man nämlich Hokage, wenn die Leute einen mögen und alles und einen auch vertrauen und nicht nur, weil man den Titel trägt. Doch Sasuke hat nämlich ganz andere Vorstellungen vom Hokage sein. Doch was das zu bedeuten hat, das erfahren wir wahrscheinlich erst im nächsten Manga. Also ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Wie es weitergehen wird. Und das ist ein Abonnenten, habe ich gerichtet. Natsu, ich glaube, deine Befürchtung, dass Naruto und Sakura zusammenkommen, wird, glaube ich, nicht eintreffen. Treffen. Ich glaube zumindest, also ich bin jetzt mittlerweile durch diesen Manga, glaube ich, auch nicht mehr, dass die beiden zusammenkommen, sondern wenn irgendwer, ich denke mal, vielleicht, wenn Naruto es schafft, Sasuke doch wieder umzukehren, dass er wieder nicht mehr, also ganz von seinem Hass befreit ist, vielleicht kann ich mir, ja, ich kann mir doch gut vorstellen, dass Sasuke da mit Sakura zusammenkommen könnte. Und naja, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht kommen auch Naruto und Sasuke, nein, Naruto und Sakura zusammen und, ach, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Und, ja. Dankeschön, dass ihr mir zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.